Aha. Aha. Ich sehe ein Bild. Ja, scheint wieder zu klappen. Jetzt müssen wir aber ein Momentchen warten, da wieder jemand da ist. Schade, wir waren gerade mittendrin. Ja, wieder da. Tag. Ja, schön. Keine Ahnung, was das schön, war. Schön, seid ihr auch also, noch hier. Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Ja, keine Ahnung. War das lange? Oder habe ich es zum Glück relativ früh gesehen? Ja, wir sind wieder da. Gut, ja, dann würde ich sagen, bevor es wieder abliegt, machen wir gleich mal weiter, weil das war gerade relativ cool hier. Ja, meine Fresse. Bist du soweit? Ja, ich Fresse. Meine Herren. Hier geht's rund. Desktop. Okay, dann lass krachen, Opa Harry. Gar nicht. Also Opa Harry nee. Ist ja auch ein Harry. Nein, zurück. Einfach Escape. Einfach Escape. Escape. Mach mal Escape, bitte. Sei mein Escape. Klick mal. Einmal. Damit er wieder da drin ist. Ja. Vielleicht die Übersicht verloren. Ah, wo sind wir? Da. Granaten. Die sind eh weg. Alle tot. Die Knarre ist echt ein kleines Wunderwerk. Die ist also. Wirklich klein. Nachladen. Another sector cleared. That's good to hear, Sergeant. The HK tank just went online. Okay. You gotta keep going. Die müssen weitermachen. Zwischendurch mal so ein bisschen, oder? Machen sie mal. Ja, es ist... Ariel, down was? It! 2 Minuten war es. Okay, danke. Perfect timing. Oh, ducke. Oh, was hast du komplett die Orientierung verloren? Wo immer müssen wir hin? Zum, da, 50 Meter, immer zu deinem Ding. T-47 ahead! Was? Two of them! Kanonendingens? Ja. Got a visual on the defense grid turrets. Was? Ja, jetzt hast du keine Raketen mehr. Du hast auch noch auf einen Vogel geschossen. Das ja, aber nur mit zwei von denen? Ja, das ist natürlich schlecht. Das ist jetzt irgendwie... Dauert ein bisschen länger in dem Fall. Ja, ich glaube auch. Da links ist auch ein. Ja. Ja. Ja, aber das geht voll auf. Wow, das. Die Knarre ist ja. Das ist ja der Albtraum. Ja, wow. Keine okay, Munition. Jetzt haben wir ja auch keine Muni mehr. Na, Halleluja. Ja, jetzt wird's lustig. Was? Granaten? Kommt. Achtung. Ich duck mal. Ja. Ohne Munition ist das natürlich schlecht. Ja. Sollen wir zurücklaufen und ein bisschen sammeln? Ja, das ist irgendwie... Aber schon auf die Viecher vor. Naja, das ist noch so eine Sache. Der eine hat zerrissen. Geh mal weg. Na hergekommen. Jetzt hast du aber wieder Muni. Wollen die uns? Wo hast du denn jetzt die Munition her? Jetzt hast du wieder. Hab ich wieder? Ja, 780. Achso, das ist die andere Knarre. Ja, versuch's mal. Ich glaube, einer ist eh schon kaputt gegangen. Kann das sein? Wäre zu hoffen. Einer ist kaputt. Da musst du nur noch den. Und so viel hat der auch nicht mehr. Ich glaube, die Knarren sind alle mittlerweile relativ stark. Da hinten links ist noch was. Deckung ein bisschen. Commander, the defense grid is active. We can't go through. No way, no how. HK tank is on its way. Hold your position. Hold your position. Ariel! Hoffe, das ist unser Tank. Sergeant, we need backup! Hang in there! Oh shit. Achso, die Waffe über die Tank. Ich hab's gerade gesehen, ja. Ineffektiv steht da.
Waffe ineffektiv. Ja, hab nichts anderes. Stehe hier ganz, ganz blöd. Ja, vielleicht nochmal anfangen. Keine Granate, falsche Taste. Ja. Ich hab den ganzen PC neu gestartet, jetzt geht gar nichts mehr. Es geht doch wieder. Also ich sehe sie ja. Ausgelassene Frames. Oder? Ja, da läuft's noch. Also bei uns auf dem Test-Dings läuft's. Und OBS macht auch keine Mark. Ich glaube, vorher ist schlicht und einfach OBS abgestürzt. Warum auch immer das bei dir abstürzt, keine Ahnung. Down it! Perfect timing! Alles nochmal von vorne oder wie? Ja, ich kann es ja vielleicht. Wir haben noch die Granaten jetzt noch. Also die Raketen. Ja, ja, das schon. Ja, das die viele von denen. Ich glaube, wir müssen sie einfach ein bisschen zurückhalten. Achso, du hast doch immer noch keine. Ja, wir haben schon keine mehr. Ich hatte es ja schon erwischt vorher. Was? Ich hatte es gerade erwischt. Ja, ja. Dann müsstest du doch eigentlich da mit Raketen starten. Nee. Blöd. Von denen habe ich noch ein paar, aber. Läuft alles, schreibt Opa Harry. Dankeschön. Irgendwie versucht zurückzurennen, um irgendwie so ein paar Terminator zu looten, aber. Nee, das wollen sie nicht. Nee, wollen sie wirklich nicht. Aber man hat ja gesehen, also du kommst mit dieser Knarre eigentlich auch relativ gut vorwärts. Ja, ja. Wenn du guckst, wie viel der an Gesundheit verliert da oben. Der kachelt in die Mauer rein. Ja, hier zählt jeder Schuss. Ist mir egal. Hast du eine Granate geworfen, während ich an der Mauer stehe? Warum gehst du denn an die? Ja, aber du kannst doch nicht die Granate werfen, doch, während. Ich kann ja auch den Hallenknopf drücken. Das, ja, gerne. Entschuldigung. Nee, nicht fertig gemurkst, gerade weiter gemurkst. Ich dachte, das bietet sich gerade an, die stand gerade. Ja, grundsätzlich. Dann schmeißt du dich hinter die Dinge. Ja. Also ich mache ja jetzt hier nichts mehr. Das wäre doch ein Fall für eine Granate. Eigentlich. Das waren zu viele Raketen, ja, die das Hindernis umflogen haben und mich getroffen. Okay, einmal noch und dann würde ich sagen, kannst du mal wieder übernehmen? Ja, das ist gut, weil ich weiß ja dann, was kommt. Dann kann ich das auch. Ja, soweit ist eigentlich, was kommt, ist klar. Down it! Perfect timing. Aktuell ist es keine allzu große Überraschung. Two of them! Sergeant, I got a visual on the defense grid turret. Ja, der hat die unangenehme Eigenschaft, der schießt. Er schießt zurück, ich weiß. Er wehrt sich. Unfair. Scheißspiel. Völlig, die schießen zurück. Wir hatten sowas programmiert, nicht heilen. Achtung, Rakete. Ich habe mich gerade geheilt. Aber das sieht schon cool aus, also mir gefällt das. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben, dass die Grafik von dem Spiel hier nicht so gut sein soll. Passt doch. Nein. Null. Da liegt, Sachen liegen da. Ja. Lass mal zählen, Violett. Violette, genau. Reload. Da liegt nochmal, hier liegt überall das Zeug. So, der ist Geschichte. Ich versteck mich mal wieder hier. Wenn du keine Muni mehr hast. Ja, aber. Das sind so, lass mal ein Papa ran. So. Ich weiß jetzt nicht, wo die Kisten liegen. Viel Spaß! Ja, danke. Naja, jetzt haben wir ja die Kisten entdeckt. Jetzt sollte es ein leichtes Spiel sein. Naja, ob es ein leichtes Spiel wird, weiß ich nicht, aber. Mal gucken. Ariel, down it! Perfect timing!
Tricon runter. T-47 ahead! Two of them! Sergeant, I got a visual on the defense grid turrets. Ja, da ist noch eine. Rechts von dir ist die Kiste. Mach ihn nachher. Gleich mal in den Inka. Schon gereicht haben. Keine Kiste? Die war's ja noch nicht. Ja. Ja, jetzt ist das dasselbe. Ist das dasselbe Spiel? Wieso geht das bei dir? Ja, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß, wo die Kisten sind. Nee, schon klar. Was für ein schönes Gefühl. Ja, durchaus. Commander, the defense grid is active. We can't go through. No way, no how. Reingerannt. Jetzt kommt die Lufteinheit. Die große. Ariel! Sergeant, we need backup! Hang in there! Sagen rechts oben. Ja, da genau. Geht nicht? Okay, so. Man muss ja auch nicht unbedingt alles angreifen, was hier. Das geht schon. Passt er gleich? Wo? Er ist hinter. Watch out for that defense grid! Pull back! Pull back! Rückfallen wäre zurückziehen, kann das sein? Oh. Meine Herren, das ist aber zur Sache. Das sind die Türen. The defense grid is smashed! Rivers, stop! We breached the defense grid, Commander. Lebend. Good. That HK will accompany you. Proceed forward. Remember, this is not over yet. Ah, die Musik. Da-da-da. Check your fire! That tank is ours! Unseres. Gehen wir doch. Das ist doch unseres. Das Spiel ist einfach fantastisch. Da haben sie Harris Geschmack relativ gut getroffen. Ja, die Sounds sind einfach schon genial. So ein Gefecht, während im Hintergrund die Terminator-Musik läuft. Also, hallo. Muss ich überhaupt darauf ballern oder verschwende ich die Munition? Doch, doch. Sauber. Das sagt tschüss. Wow. Das ist unser Teil. Meins. Genau. Oh. Das ist gleich down. Nachladen. Push forward! Push forward, das verstehe ich. Wir forwarden. Kann man hier nicht noch was looten? Kann ja dann doch sein, dass mir die Munition dann wieder ausgeht. Rivers, I just received intel from the 124. They've located the central core. It was at the coordinates you gave. They'll strike soon. Continue with the offensive. Machen wir doch. Aber gerne. Um die Hindernisse aber wir haben ja den großen dicken. Oh, la 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 la. Vorne ist noch eine Kiste. Ja. Links, rechts. Ja, da. Dran vorbeigerutscht.
Lauf! Verpasst. Nun rennt doch! Er rennt nicht irgendwo, hängt einmal wieder rum, fest. Hier oben! Er hängt wieder fest irgendwie! Hüpfen! Deckung! Das geht jetzt nicht, da muss man auch mal ein Momentchen zurückstecken. Nee, den lassen wir. Ich seh's nicht. Mein Gott, das ist episch, herrlich. Ich seh aber nichts. Aufheizen. Da. Nicht, dass der mich noch verstampft hier. Ja, Oh, ja. Wo denn? Ja, da. Irgendwo. Ja. Okay, müsste passen. Was ja, meinst vorne du? Muss noch was sein. Ich möchte da mal rein. Oh ja, ein bisschen haben wir noch, tatsächlich. Einer in der Mitte. Glaube ich zumindest. Ne, der ist unten. Na? Die hinter dir sind wieder ein paar aufgetaucht. Ah, dann wieder los. Dann halten. Spannend. Ja, das ist einfach nur geil. Macht auch nur, mach doch nur ein klein bisschen Spaß. This is it! That's the lab they keep the time displacement thing! Spread out! Sie verpassen ja das Wichtigste. Das ist gar nicht meiner, der sieht aber gleich aus. Nee, das ist tatsächlich nicht meiner. Schade eigentlich. Wie soll ich den denn erwischen? Oh je, oh je, oh je. Große Teil, das gibt mir zu denken. Ich habe immer noch keine Raketen, das kann ich mir schenken. Na, wo ist sie denn? Aha! Rockets! They're heading this way! Ah! Mission abgeschlossen, kein Schicksal. Lebe ich noch? Lebe ich noch? Lebe ich noch? Ich glaube, ich lebe noch. Oh lala! Was macht er denn? Betet er? Hat er uns gern?
Wow. M, ja. Habe ich jetzt das Ende verpasst? Ja, offensichtlich. Das ist ja nicht wahr, oder? Genau im richtigen Moment aufs Klo. Commander, what's going on? The 124 destroyed the central core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the core, Skynet managed to send three Terminators back in time. The only thing in our power now is to send the Protectors to meet them. Protectors? The ones that will assure the safety of the people marked for termination. The first Protector has to be Sergeant Kyle Reese. He'll go after the T-800 that's targeting my mother as we speak. By killing her, Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. T-1000? A Terminator made of mimetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? No, I don't. You don't? Then we've got a problem. I don't believe any of our soldiers are capable of stopping the T-1000. We'll have to find another way, and we have to do it soon. Then, there's the matter of the infiltrator that was sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. But I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believe that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it and protect the ones you care about. So, what will it be then? Tja. 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 Opa Harry, was machen wir? Hilfe! Du hast vorher schon Rat gewusst. Das ist halt schwierig. Tja. Na, ich würde zurück. Ich auch eher, ja. Tja, ja, Yellow, tja, genau. Tja. Tja. Zurückreisen, meint Opa Harry. Ja, ich würde auch zurückreisen. Ja, definitiv. Okay, wir reisen zurück. Mach es! Tu es! I'll be back. We'll get killed this time around. Let us begin then. Das hoffen wir doch. Also, jetzt ist es aber nicht fertig und so, das geht schon. Weiß noch, nicht. Spielt das Spiel auch zum ersten Mal? Keine Ahnung. John Connor prepared the time displacement equipment to send Protectors back in time. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. A resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. There was no way a human could stand up against the more advanced T-1000. But without Dr. Mack to reprogram an infiltrator CPU, Connor would be forced to find another way to get a machine on our side. I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself. It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us live to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. Erin died in that shelter. She believed that her work was helping win the war, and she was right. I hope now she can finally rest. Ryan stayed in the shelter and died. He was a good man, with a good heart.
Jennifer and Patrick died at the hands of Terminators in the shelter. I wish there was something I could have done to make them leave. Yeah. Baron asked me to kill Terminator, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. And as for me, it was time to start over. Listen to me if you want to live. Aha. Och, schade eigentlich. So. Ja, also ich weiß nicht. Wie geil. Ich glaube, ich habe einfach die Terminator-Brille auf von dem ersten und dem zweiten Teil. Aber ich muss sagen, ich finde das großartig, das Spiel. Dass das nicht bessere Wertungen hat, das ist halt einmal mehr irgendwie, ich weiß auch nicht. Komische Spiele boomen, weil ganz viele komische Menschen diesen Planeten bewohnen. Das ist offensichtlich. So. Und alles, was irgendwie gut ist, ob es nur Musik ist, Film ist oder Spiel ist, sobald es wirklich gut ist, wird es unterschätzt. Kann man ja nicht helfen. Vergleich mal das mit Fortnite. Fortnite hat Milliarden Umsatz gemacht. Dieses Spiel hier wahrscheinlich ein paar $10,000, wenn sie Glück hatten. Ich weiß nicht, ob die wirklich sogar Gewinn gemacht haben mit dem Spiel, weil es einfach zu klein ist. Das ist einfach ungerecht. Ich hoffe, ungerecht. Sie wünschen es ihnen, weil ungerecht. Das Spiel ist einfach nur ja, alleine, geil. Alleine schon, ich hätte gerne einen zweiten Teil. Man könnte doch jetzt in der Vergangenheit und dann noch ja, ein eben. Bisschen reisen in die ja, Zukunft ja, ich mein, und dann könnte ja. man, das könnte also man das doch. Also das schreit eigentlich, ja. das, aber sowas von würde das schreien. Das Spiel hat tatsächlich einen Fehler. Es kommt 30 Jahre zu spät. Ja. Eben, klar. Schade, heutzutage kennen nicht mehr so viel von den richtig. Jüngeren Leuten wahrscheinlich. Das ist halt dieser Roboter. Die Terminator Saga. Mhm. Hat nicht die gleiche Wirkung, wenn man jetzt natürlich den ersten Teil schaut. Verständlich soweit. Manuel schreibt gerade: geiles Spiel, jetzt kommt Man of Medan. Ja, ist auch ein gutes Spiel. Und ein neueres. Eigentlich meckern die meisten. Moment, ich muss mal kurz. Ja, wir können ja eh mal rübergehen. So, und hier schnell schauen. Meine Fresse, war das geil. Sorry, ich muss es nochmal sagen. Eigentlich meckern die meisten nur über die Grafik. Ah, okay, ich finde auch die nicht schlecht. Also jetzt die eine Zwischensequenz, wo er gerade nicht da war. Das sah ja Hammer aus, wie die ganzen Terminatoren plötzlich... deswegen habe ich auch so gemacht, als du schön. Gekommen bist. Ja, du gehst genau im falschen Moment da aufs muss Klo. Muss man einmal aufs Klo. Selber schuld. Ja, bei Kingdom Come könnte man auch einen zweiten Teil rausbringen. Das ist wohl wahr. Das sind sie, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch geplant, dass sie das tatsächlich tun. Das ist eine Frage der Zeit. Ja, Stirb langsam war auch genial. Und zwar Teil 1, genauso wie Teil 2, genauso wie Teil 3 und dann ging es bergab. Ja, 4 war jetzt nicht mehr so der Kracher. Nee. Kann man sich noch angucken, aber nee, 1 bis 3 brillant. Ja. Herzlichen Dank für die hervorragende, sympathische Unterhaltung. Danke, Edmiron. Sehr lieb von dir. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ja, herzlichen Dank dafür. Man sieht ja auch den Zuschauern an. Also, dass das halt nicht ein Spiel ist, was die Massen hervorlockt. Da müsste man halt dann eben doch Fortnite spielen. Und das ist eben der ganze Fehler im System, meiner Meinung nach. Das wirklich die guten Spiele. Aber eben, vielleicht ist es halt wirklich auch zu spät gekommen. Aber mit der Technik konnte es nur heute kommen. Ja, weil die Technik gab es halt vor 30 Jahren nicht. Und ob dann vor 30 Jahren... mit Pixelgrafik etc., ob das den gleichen Effekt gehabt hätte, weiß ich natürlich auch nicht. Ja, schwer zu sagen. Ja. Aber ich würde schon mal sagen, also neben der Grafik, das Spiel lebt extrem, wirklich extrem von seiner Atmosphäre. Von den Sounds zumindest, Sounds, dachte ich jetzt in der Folge wieder, ja. Also gegen den Schluss hin, wenn da die Terminator-Musik läuft und man ist mitten im Gefecht, überall die Geräusche, das ist einfach nur Hammer. Ja, das ist tatsächlich... Also einfach. Zieht einen völlig rein. Ja, ich hab gedacht, dass das Spiel cool ist, eben weil es Terminator ist und weil mir Terminator gefällt. Aber dass das tatsächlich irgendwie so cool ist, hätte ich auch nicht gedacht. Und ich muss sagen, nee, die Grafik, also, stört mich. Grafik stört mich gar nicht. Ich habe jetzt gar nichts gesehen. Ja, vielleicht die Gesichter teilweise, ja. Wenn sie miteinander geredet haben. Aber davon lebt doch nicht ein Spiel. Also wie gesagt, ich meine, nehmt mal die Gesichter bei Call of Duty oder Battlefield 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sieht Hammer aus, aber jetzt da Fahnen jagen. Also dann lieber Gesichter, die nicht so gut aussehen. Dafür hat eben aber ein Spiel, was einen fesselt. War ein hammergeiles Spiel, vor allem mit Harry und Heisi und ihren super Kommentar. Richtig cooles Spiel, spiel es nochmal. Danke fürs Spielen. Danke, Daniel Heisi-Fan. Ich überlege es mir echt, ob ich mir das noch leisten soll und einfach zu Hause mal für mich. Warum nicht? Nochmal spielen? Weil, das kannst du von mir kostenlos haben. Okay. Du kannst die Steam-Bibliothek teilen mit Freunden. Ah. Dann kannst du's, dann musst du aber halt einen Rechner haben, der das kann. Hast aber, glaube ich, sogar noch. Bei Steam bin ich, ja. Nee, ein Rechner, der das spielen kann. Ah ja, das ist die Frage. Das dürfte bei meinem vielleicht knapp noch gehen. Es ist jetzt nicht so. Mal müsst, also würde ich ausprobieren, bestimmt. Ja, das Teil ist geil. Fidelio, sorry, kann es nicht anders sagen. Genau. Grafik ist nicht relevant und sie war nicht schlecht. Das habe ich schon immer gesagt. Also vor allem bei einem Shooter. Gute Trifft's. Grafik heißt nicht, dass es ein gutes Spiel ist, sondern gute Grafik kann halt ein gutes Spiel nochmal toppen, dass es noch besser ist. Mhm. Also wenn ein Spiel halt schlecht ist und die Grafik ist gut, das bringt überhaupt nichts. Was? Dann würde ich es nicht spielen. Nützt nichts. Schade. Die meisten YouTuber sind von der Action begeistert. Ja, eben. Das ist wirklich. Und das ist halt oldschool. Das gefällt mir halt auch. Also, es ist halt ohne jetzt keine Ahnung, dass man Wände hochgehen kann und im zweiten Abschnitt kann man noch fliegen, weil man noch irgendwas hat. Das ist aber oldschool Action. Ja, ja. Und das ist ein bisschen gemächlicher. Ist nicht einer der superschnellen Shooter. Ja. Das kommt. Uns sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen entgegen, dem Alter geschuldet vielleicht auch. Ja. Ja, Kingdom Come ist beides perfekt, das stimmt, Legendra. Eben, da wäre ich auch für einen zweiten Teil, definitiv. Den Legendra. Legendra, da kann ich mir, ich freue mich da auf den zweiten Teil, den würde ich sofort spielen, da müsste ich nicht lange überlegen. Hallo Fini zockt. Spät nachts taucht der gute Mann auch noch auf. Ach so, interessant. Grüezi. Handlung vergessen. Arnie, wie, was, wo? Dass die Handlung noch wichtig ist, das ist natürlich auch klar. Wobei, würde ich jetzt sagen, beim Film, bei einer Serie ist es noch wichtiger. Also ich kann auch einen Shooter spielen, der mich einfach vom Gameplay her sehr begeistert. Da muss die Handlung nicht unbedingt passen. Ich muss aber jetzt sagen, hier bei dem Spiel, bei Terminator jetzt speziell, fand ich die Handlung durchaus auch cool. Also, absolut genial. Ja. Vor allem, es hat sich extrem schön auch in die ersten zwei Teile plus minus so, hauptsächlich in den ersten Teil eingefügt. Also, es war rund. Guten Morgen, Nightbot. Fini zockt. Okay. Gute Handlung ist besser als gute Grafik. Definitiv, Arne. Ja. Ich auch. Gute Grafik, wie gesagt, das ist schön, aber das Problem an guter Grafik ist natürlich auch, wenn man dann das Spiel mal 10 Minuten gesehen hat, dann fällt einem die gute Grafik nicht mehr auf. Dann hat man 3-4 Mal gedacht, wow, sieht das wirklich top aus mit Lichteffekten etc. Und danach ist es, wie es ist. Irgendwie ein bisschen mehr muss vorhanden sein. Egal wie, aber es muss mehr vorhanden sein. Und wenn dann eben noch so eine Atmosphäre mit der Handlung mit. Oh, ich sehe schon, kaum Harry spielt das wahrscheinlich. Ja, das. Eure Kommentare haben das Spiel enorm aufgewertet. Danke, Opa Harry, sehr lieb von dir. Herzlichen Dank dafür. Freut uns. Als 15-Jähriger tauche ich um 10 nach 11 bei Heisi auf. Ja, Fini, wenn das mal deine Eltern mitkriegen. Ja. Wobei 15 ist ja auch nicht mehr so. Also klar, sind noch jung, aber da kann man wohl auch mal um 11 noch ins Bett. Wichtig ist halt, dass du am nächsten Tag aus dem Bett rauskommst, wenn du zur Schule musst. Sonst würde ich als Vater dann sagen, junger Mann, so machen wir das nicht mehr. Ui, Heisi und Harry, geht's euch top? War ja noch bei der Probe, gibt es heißes Blut wegen dem Zwei-Chat, will ich nicht verärgern. Nein, um Gottes Willen, passt das. Haben wir alles geschrieben im Chat drin. Das hat alles seine Richtigkeit. Jetzt soweit, das ist schön, dass wir das jetzt so machen. Dann ist nämlich Ruhe im Ein, dann verlassen nicht alle irgendwie den WhatsApp-Chat oder können nicht mehr lesen, weil es eben zu viele Sachen sind. Also das passt schon. Ja, Opa Harry hat dreimal durchgespielt. Ich verstehe dich. Ich werde es mir ein zweites Mal geben, bestimmt. Ja. Also Opa das ist Harry hat halt tatsächlich auch einen relativ ähnlichen Geschmack wie wir. Man sieht schon. Ob das auch das Alter ist? Ich nehme mal an, der Opa Harry war halt wahrscheinlich damals auch im Kino und hat sich den ersten und zweiten Teil angesehen und gedacht, wow, jetzt sind wir mal an einem Punkt angekommen, wo die Kinofilme, wow. Ja. Das war bei mir nämlich genauso. Und danach kam halt ewig lang nichts mehr. Deswegen habe ich gesagt, das Spiel kommt eigentlich zu spät. Aber ich kann nur noch mal sagen, wenn jemand Terminator mag und auch ein gewisses Alter hat wahrscheinlich, dann wird er das Spiel lieben. Das ist einfach, das ist halt muss fast. Ein Terminator-Spiel, so wie ein Terminator-Spiel aussehen muss. Mhm. Genauso und nicht anders. Und nicht nur aussehen, sondern eben auch vom Spiel, vom Gameplay her.
Call of Duty und Medal of Honor habe ich auch gesuchtet. Ja, Arne, früher. Die neuen Sachen alle nicht mehr. Aber ich habe hier oben in dieser Spielereihe drin die ganzen alten Call of Duties. Ich weiß auch nicht mehr, die ersten vier Teile, sowas. Habe ich geliebt. Medal of Honor auch. Da gibt es sogar, also es gibt sogar von Call of Duty und Medal of Honor Let's Plays auf Heisenberg zockt. Müsst ihr mal gucken bei den ganz alten Videos. Und zwar durchgespielt, die Spiele. Medal of Honor war es, glaube ich, Warfighter. Göttliches Spiel, das könnte man heute noch mal spielen, das ist absolut der Hammer. Das war, als Call of Duty halt noch eine Story hatte in den Einzelspieler-Dingens. Hm. Wie lange noch? Das kann sich nur noch um Minuten handeln, ja. Ich muss nämlich auch aufs Klo. Wir und sagt, wir sind durch mit Terminator. Der Herr C-Mugi kommt noch, mitten in der Nacht. Ja, hallo C-Mugi. Ihr seid ja immer noch online. Jawohl, wir haben jetzt Terminator durchgespielt. Wir müssen das Ganze noch verdauen, darum labern wir hier noch so ein bisschen. Also ja. Auch darum. Ja, aber wir machen jetzt Feierabend, weil ich muss aufs Klo und jetzt das nochmal zu strecken, wieder zu kommen, lohnt sich nicht mehr. Danke, dass ihr da wart. Freut herzlichen mich Dank. Dass es euch gefallen hat und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream wieder. Wahrscheinlich ist das morgen eben mit Transportfieber 2. Seht ihr wieder bei Twitter und Facebook, schreibe ich es wieder rein und sonst steht es auch hier jeweils in der Beschreibung bei Twitch relativ schnell, wann was ist. Danke an Sie, das ganze Terminator-Video. Für das lange Aushalten einmal mehr, fürs immer da sein. Und natürlich an die ganzen üblichen Verdächtigen wie Opa Harry, Arnie C. Mugi, Fidelio, Beamcrafter, Manuel, ja, und wer sonst noch alles da war. Danke, dass du da wart. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Ich denke, das ganze Video wirst du ja auch wieder auf YouTube hochladen, oder? Es werden aber für die, die es nicht gesehen haben. Es werden wahrscheinlich zwei werden, weil mittendrin ist das Ganze einmal abgekrachelt. Ja. Ich kann das nicht zusammenhängen, sonst müsste ich es neu rendern und das geht mir zu lang bei so einem langen Stream. Also, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns und tschüss. Tschüss.